Peter Laddorn ist ein Herr, den Sie wahrscheinlich nicht kennen, denn Sie werden ihn jetzt erst kennenlernen. In unserem Kochstudio kommen wir heute zur Folge Wir kochen uns eine Schallplatte. Peter Laddorn. Servus. Herzlich willkommen. So, Peter. So. Ich habe gesagt, dass wir heute in der Küche arbeiten, allerdings ohne Schürze, denn was wir heute machen, ist zwar essbar, gehört also in die Abteilung Küche, aber es ist kühl. Eine Schallplatte aus Eis für jedermann leicht herzustellen. Peter, ich bin ein Assistent und du hilfst mir ein bisschen. Was Gut. wir brauchen, ist eine normale Single. Ich erkläre mal und du sagst, ob richtig okay. ist. Eine normale Singleplatte, diese kleine mit dem Loch in der Mitte. Dann machen wir da sozusagen eine Folie außenrum, also mit von unten Klebstoff von unten abdichten, ganz rum und machen hier so eine Stützwand. Jawohl. Ja? Dass wir so eine Art, wie nennt man das, Form haben. Nur wie eine Kuchenform. Wie eine Kuchenform. Diese Kuchenform gießen wir aus, passen Sie bitte gut auf, mit, was ist das, Kautschuk. Flüssiger Kautschuk. Flüssiger Kautschuk gibt es in jedem Bastelgeschäft. Der fließt also quasi so aus der Dose. Ja, so, und so fließt er wieder zurück. Ist eine schöne Spannerei. So. Das kann alles ja nicht hingehen jetzt. Flüssiger Kautschuk. Diesen schütten wir aber jetzt nicht in die Dose zurück, sondern wir schütten ihn in diese Form. Ja? Dieses hast du gemacht und dann lässt du es 2 Stunden lang stehen. Das heißt, so lange, das ist eine Ferkelei hier, bis der Kautschuk trocken ist. Dann bekommt also jetzt man. Jetzt ist er hier drin. In der Form. Ja, Sie folgen uns. So, kleine Platte, Form außenrum, so. Kautschuk reingießen. Jetzt wäre er dann trocken. So sieht das aus. Nach 3 Stunden. 3 Stunden ist der Kautschuk trocken. Was machen wir dann? Dann haben wir das also so liegen hier, der Rand, Kautschuk auf der Single. Genau. Und damit er sich nicht durchhängt, wenn man rausnimmt, macht man ein Gipsbett rein, also rührt man sich Gips ein. Richtig, also schöner Gips, Alabaster-Gips. Den so. Macht man ein bisschen, also flüssig, nicht zu dick. Hm. Er muss also fließen. Er gut ausläuft. Jawohl. Und das würde dann, wenn es ausgelaufen ist, dann praktisch gesehen so aussehen. Also so einen gleichen Gips, wie man immer, wenn man auch Abdruck vom Vater macht, so mit Strohhalm im Mund, nehmen wir den gleichen Gips. Das würde dann so aussehen. Dann sieht es so aus. Dann haben wir also nochmal Platte, Kautschuk-Abguss, Kautschuk trocken, Gips oben drauf, Gips ebenfalls trocken. So, und jetzt gehen wir hin. Und machen her, je nachdem. Das hier unten alles ab und den Rand. Und dann nimmt man das Gipsbett ab. So, und zieht. Und dann zieht man den Kautschuk von der Platte ab und dann hat man negativ, von der Platte. Eine Schallplatte. Damit kann man relativ wenig anfangen. Das ist auch noch nicht essbar, damit das niemand verwechselt. So, damit machen wir jetzt was? Jetzt gehen wir Einfach hin. Ist es nicht, aber schön. Praktisch gesehen legen das wieder auf den Gips, auf das Gipsbett auf und nehmen uns ein bisschen Kitt oder Knetmasse. Ja, also Fensterkitt. Machen uns so eine runde Wurst und die legen wir rundherum. Wir machen uns eine runde Wurst, das machen wir mal in einer anderen Folge. Ja, und das sieht dann unten in der Mitte noch so ein Pixar auf. So ein Single-Mittelteil, ja. Damit wir eine Führung haben. Ja, und dann haben wir praktisch gesehen so diesen aus. Teil. Also nochmal, Platte abkleben, Kautschuk drauf, Gips drauf. Kautschuk abziehen, vom Gips Wurst außen rumlegen. Ja, wie ich das mache? Ich mache eine Plattenproduktion. So, jetzt wird's interessant. Wir haben also jetzt sozusagen die Form, die Mutter, die Mater, wie wir Lateiner Jawohl. Sagen. Was machen Und jetzt wir jetzt? Gießen wir einfach Wasser rein. Das ist einfaches Trinkwasser. Also es ist wirklich, wir testen also wir das kurz. Testen. Prost, ja, wunderbar. So, das gießen wir jetzt hier rein, ja? Ja. Immer gießen. Immer rein. Immer rum, jawohl. Bis praktisch die ganze Platte nass ist. So, das Wasser muss also stehen, es bleibt ja auch drauf stehen. Man verschüttelt das bisschen, damit einem nicht natürlich der Anfang von der Platte fehlt hinterher. So. So. Ein bisschen, okay. Jetzt haben wir also eine Wasserfläche. Und dieses führen wir vorsichtig in Gefrierfach. So. Wir machen das mal vor, damit man auch sieht, dass es geht. So. Wunderbar. Er hat natürlich heute Nachmittag schon einige da reingetan. Oh, Junge. Naja, da muss da ich verschüttet. Nicht zittern, also legen wir sie hier unten. Hey, jetzt geht alles dahin. So. Also gut, wir tun Sie nicht den Kühlschrank, gut, sondern stellen okay. Sie wieder hier hin. Aber zu Hause machen Sie das bitte, ja? Da haben Sie ja einen Lappen. So. So, und dann nehmen wir sie nach 3-4 Stunden wieder raus. Nach 3-4 Stunden haben wir also eine Eisplatte sozusagen. Sie können, und das macht die Sache jetzt schmackhaft, natürlich nach Belieben, Himbeergeschmack dem Wasser zufügen, Erdbeergeschmack. Nehmen wir erst Wasser, jawohl? Gut. Das ist also normales, kristallklares Wasser. Sie zu Hause haben die Möglichkeit, so. Erdbeergeschmack, Rhabarbergeschmack. Jetzt zieht er von dieser Eisplatte, ganz genau zeigen, den Kautschuk ab und gibt ihn mir. Sie zu Hause geben wir ihn jemand anderem natürlich. Auf. Und legen die Platte auf und was passiert? Mal sehen, was passiert. Walter Scheelen Eis.
Lustig, ne, hätte das schon. Gut, jetzt pass auf. Das könnten wir jetzt so weiterspielen. Die ganze Platte ist spielbar. Jetzt pass auf, er kann natürlich auch, wem das alles zu labberig ist und sagt, ich mach doch keine Erdbeerwasserplatten, ich will eine Bierplatte, kann dem Vater auch geholfen werden. Jetzt, um das Ganze mal zu beweisen, esse ich mal kurz den Walter Scheel hier an und du zeigst mal mit der Bierplatte mal die gut, Geschichte, ja? Hol da mal die Bierplatte raus. So, also zum Beispiel, jetzt sehen Sie ganz, zum Beispiel, der Gottschalk beißt jetzt hier in die Platte. Man muss sich an den Geschmack gewöhnen. Schmeckt ein bisschen nach Walter, aber. Nee, mit Erdbeergeschmack und so, prima. Also das Bier muss aber erst eingefroren werden. Bier anfrieren zu Hause? In den Block, dann kommt es in den Trichter und muss wieder auftauen, damit es ganz langsam unten läuft das Bier raus. Ja, also Bier ist nicht so einfach zu behandeln wie Wasser, der Vater weiß das. Das heißt, man nimmt also ein Bierchen, friert es ein und es schmeckt nach mehr. Das also, Mittelstück bitte nicht mitessen. Hier das sieht ist man ganz schon praktisch gesehen, wie das Wasser abgelaufen ist, ja. Das ist schon klar. So ein gefrorenen Bierziegel, lässt das Wasser auslaufen und friert das Ganze dann genauso ein wie jetzt geübt. So. Und was für eine Platte haben wir da genommen? Wir haben genommen einen Berliner Schlager. Ja? Aus Münchner Bier, aus echtem Münchner Bier, ohne eine Zusatz. Eine gewagte Mischung. Berliner Schlager aus Münchner Bier. An sich noch nicht probiert, das erste Mal. Jetzt, wenn es daneben geht, ist egal. Dann haben wir Pech gehabt. Ist egal, dann fressen wir es vor Wut auf. Oh, das war der gelbe Wagen jetzt. Achtung! Achtung! Nochmal. Kreuzberger Nächte aus Bier auf unserem Plattenspieler. Das müssen wir auf Vater Stereoanlage vorstellen. Also, das ist natürlich dann noch schöner. Kreuzberger Nächte in Bier von Peter Ladung, vorgeführt in der Sowas. Ha? Herzlichen Glückwunsch. Wir beißen noch mal Dankeschön. Guten Appetit bei der Platte. Ja.